Peace, Freunde, was geht und herzlich willkommen in Beirut, Libanon. Gestern Nacht sind wir um 4 Uhr gelandet, sehr spät in der Nacht angekommen. Wir hätten vielleicht Libanon späteren Flug nehmen sollen. Heute aufgestanden um 11 Uhr, sehr müde, aber trotzdem auf jeden Fall mit sehr guter Stimmung und sehr viel Vorfreude auf das, was diese Woche passieren wird. Wir verbringen eine Woche im Libanon, schauen uns das gesamte Land an, bereisen 4 bis 5 Städte. Heute starten wir mit Beirut, wo wir insgesamt 2 Videos machen werden. Sehr viel essen, Leute. Wir werden einiges erleben. Das ist ein Ort, den ich schon immer mal besuchen wollte. Dementsprechend, die Vorfreude ist auf jeden Fall extrem hoch. Und vor allem nach dieser Woche werden wir hier in Beirut am Montag abgeholt, um nach Damaskus zu fahren, nach Syrien, wo wir ebenfalls eine Woche verbringen werden. Dementsprechend, die nächsten 2 Wochen wird einiges geboten sein. Also könnt auch mal gern schon mal jetzt abonnieren, jetzt die Glocke drücken und euch auf 10 bis 12 Videos freuen mit absoluter Power. Viel Spaß dabei. Guten Morgen, Beirut. Guten Morgen. Ey, ist das perfekte Wetter. Ja. Ist angenehm. Du kannst eine kurze Hose, T-Shirt durch die Stadt gehen. Es ist nicht zu heiß, nicht zu kalt. Und ja, wir bewegen uns auf unser Frühstück zu. Alright, we have to introduce you. Yeah. This is Nico. Hi. You will be our guide. Yeah, we're gonna do a lot of food places. We're gonna fill the belly. Lebanon is famous for food. So, you ready? Time for breakfast. Yeah. Also Leute, wir beginnen mit einem Platz mit dem Namen El Susi, wo es ägyptisches Frühstück bzw. ägyptisch-influenced Frühstück geben soll. Mit Fava Beans, Kichererbsen, Fool und ja, von außen sieht das Restaurant auf jeden Fall auch schon sehr belebt aus. Überhaupt auch die ganze Straße, die ganze Stadt steckt auf jeden Fall schon gefühlt voller Energie und Leben. Und ja, mal schauen, was wir dort finden werden jetzt gleich. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Most famous breakfast place. It is actually. Okay, crazy. There's always this tradition, they say, when you land on the airport, you either go here for breakfast, or if you land at night, you go to Barbar for sandwich. Ah, this we're gonna kind try both of this kind of place. Okay, yeah. got it. Und der Kollege lässt auf jeden Fall einen Teller nach dem anderen durch das Fenster gehen. Mal sehen, was es für uns zum Frühstück gibt. Die wahrscheinlich berühmteste Frühstücksspeise, die es hier gibt, ist Leban. Das ist das gebrochene, trockene Brot mit Kichererbsen, getoppt mit diesem weißen, sauren Joghurt, wiederum getoppt von den in Ghee frittierten Nüssen. Und natürlich nicht zu vergessen, Hummus. Ein cremiger Löffel kommt in eine Schüssel, mit Reis rund ausgebreitet, gefolgt von Kichererbsen, wiederum gefolgt von frittiertem bzw. angebratenem Fleisch. Mit Nüssen. Der alte Mann hat den Laden unter Kontrolle, ne? Ja, ist auch, das, man weiß direkt, sein Laden. Das sieht man wieder. Ja, meine Damen und Herren, keine 10 Minuten später ist der Tisch auf jeden Fall serviert. Mit wunderschönen Speisen, mit Gemüse an der Seite, Kräuter, was auf jeden Fall schon einfach am Tisch stand, Oliven. Und wir haben 4 Speisen bestellt. Wir haben Eier mit Kawurma, wir haben Leban, was wir vorhin gesehen haben, wie es zubereitet wurde. Wir haben Hummus mit Fleisch und wir haben Hühnchen, Leber. Meine Damen und Herren, es geht los. This you can do directly, like this. Oh, okay. This is the Lebanese scoop, right? Das ist spezielles Fleisch, welches in einem Glas mit Fett gelagert wurde und dann mit einem Löffel rausgeholt wurde und der zusammen mit dem Ei angebraten. Es hat auch einen sehr intensiven Geschmack, aber harmoniert perfekt mit dem cremigen Ei. Pickles. Der perfekte Biss zwischen den Bissen, um den Mund zu neutralisieren. Sauer, frisch. Man muss kurz grinsen. Ich muss ehrlich sagen, dass die Hummus mit Fleisch servieren, erlebe ich das erste Mal und es macht sehr viel Sinn. Der Hummus ist auch sehr, sehr gut. Der ist so leicht sauer auch ein bisschen, gell? Es wird auf jeden Fall ein spaßiger Tag heute. Das Brot ist auch durchgehend crunchy noch. Wo dieser Joghurt drin ist. Der ist so halb vollgesaugt, halb crunchy. Ja. Und Hühnchenleber mit Zwiebeln. Kräftig, deftig, würzig, gut und juicy. Leicht cremig,
sehr intensiver Geschmack, intensiver als normales Fleisch. Und zusammen mit den Zwiebeln in diesem Fett noch intensiver. Der Geschmack läuft in den Hummus, aufgefangen von dem Brot. Ein sehr, sehr intensiver Biss für diese Uhrzeit. War das Rügenwalder Mühle aber? Kräftig, deftig, wild. Ich glaube, wir haben so den letzten Sturm gerade noch mitbekommen des anfänglichen Mittagsgeschäfts. Jetzt kehrt so langsam Ruhe ein. Die letzten Getränke werden abgeräumt, Tische werden sauber gemacht und ich glaube, wenn wir eine halbe Stunde später gekommen wären, hätten wir auf jeden Fall nichts mehr bekommen. Dementsprechend genau richtig aufgestanden, alles perfekt gemacht. Guter Start in den Tag. Mal sehen, was Beirut noch so für uns zu bieten hat. Bye, thank you. Mas-salama. Bye bye, Mas-salama. Mas-salama, Mas-salama. Früher gab es in Beirut Stadtmauern und für diese Stadtmauern auch Tore. Und es gab genau 7 Gates und 7 Familien, die diese Schlüssel besaßen, um die Tore zu öffnen. Und eine dieser Familien ist heute eine berühmte Bäckerei, die auch eine berühmte Süßspeise, eine berühmte, aber eine aktuell moderne Süßspeise bzw. Dessert anbieten, das es jetzt auch in ganz Beirut gibt, mit dem Namen, what is the name of the dessert? Daoui, so basically Daoui. They called it like their shop, Daoui. This is it, huh? Yeah, usually buy sweets by kilogram. Josh wird jetzt mit einem Auge so kritisch mitschauen. Wir haben so eine Art Pistazienmasse, eine Schicht unten, eine Schicht oben, die wiederum eine Art Milchfett, Huhn-Milchfett zwischenhalten. Das ist die libanesische Milchschnitte. So this is the hype right now in Beirut. Everyone is fighting over this new dessert, yeah. Also eine Art Kaimak, der relativ leicht schmeckt, ummantelt, eingeschlossen von dieser süßen, nussigen Pistazienmasse, die auf jeden Fall sehr schwer ist und einen schönen Kontrast bildet zum leichten Kaimak. Und es schmeckt auch leicht minzig irgendwie. Es ist so irgendwie schwer und süß, aber trotzdem leicht und erfrischend. Abkühlen an einem so warmen, sonnigen Tag wie diesem. Aber ich würde sagen, es wird dem Hype vielleicht nicht ganz gerecht. So. Das ist schon sehr lecker, aber ja? Ich ein bisschen mehr erwartet. Ja, schon sehr gut, aber könnte aber creamiger sein noch. Ja, das könnte noch fettiger. Okay, Leute, wir hatten Frühstück, wir hatten Dessert. Brothers, my brother actually. He got into a fight and he opened here. Naja, wo wir von Geld sprechen, gehen wir mal Geld wechseln. Dollar, yeah, we're a millionaire now. Nice. Take care. We're rich now. We're rich. Wir sind wieder in diesen Ländern, wo du Gummibänder brauchst, mein Geld. Ich hoffe, irgendwann geht's uns in Deutschland so. Kurututu. Boah. Läuft. Wow, eine schöne Bucht und dieser Rock genannt Der Rouge. Der Rouge? Der Rouge? La Roche in French. You want to see Rauche. Rauche. Auf jeden Fall eine Sehenswürdigkeit hier in Libanon bzw. in Beirut. Ein traumhafter Ausblick an diesem Tag, oder? Was sagt er? Wunderschön. Stop! It's the motherfucking break, bitch! Ein süßer, kleiner, schöner Stand, so ein Kart, ein Dreirad unter diesem Baum an einer Straßenecke, verkauft Mais. I used to have this after the gym to get my carbs intake. Mm. Because at every like neighborhood you have one cart similar to this. Usually fava beans or corn. Ja, ziemlich einfache Speise. Ein Maiskolben gedämpft, klein geschnitten, ein bisschen Salz, ein bisschen Kumin, eine Grapefruit, ein Spritzer Limette bzw. Zitrone und fertig. Oh, das ist das interessante Kombination, das Salz, das Kumin, das Ich habe mir gerade so gedacht, als ich das gesehen habe, so, man könnte das safe auch zu Hause machen, es geht übel schnell, weißt du, mein, wenn es jetzt krass schmeckt. Ja, voll. Das muss man jetzt schauen. You know, this Mm.
Not a salt. No, never. Zitrone oder Limette kommt erst ein bisschen später, aber ist geil. Geschmacklich sehr geil, aber ich würde sagen, man könnte die Spices ein bisschen besser dosieren. Also ein bisschen weniger Salz, ein bisschen mehr Zitrone, ein bisschen mehr Kumin. Ich habe mir auch gedacht, dass Zitrone und Mais ziemlich geil passen würde. Gut so. Ja. Das ist neutralizing, right? Warte durch, ich hab mal einfach gut fertig geworden. Wie hieß die? Na, und den hier? Wow! Es ist auf jeden Fall keine Grapefruit. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf der sogenannten Hamra Street. Die wahrscheinlich berühmteste Straße hier in Beirut, welche übersetzt heißt Rot, die Rote Straße, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und hier finden wir ein Restaurant mit dem Namen, das sich direkt vor uns befindet, Kebabchi. Die speziell berühmt sind, auch für die Kebabs, aber nicht nur, sondern auch für ein spezielles Kalbsfleisch-Sandwich, wovon Nico auch schon die ganze Zeit schwärmt. Und ja, mal schauen, was da so kann. Es sieht alles sehr clean aus, muss ich sagen. Es macht alles auf jeden Fall einen sehr sauberen, schönen, geordneten Eindruck. Auch die Spieße hinten auf dem Grill, die vor sich hin brutzeln. Man bekommt Appetit, sagen wir so. Die machen ihren eigenen Ayran. Kebabchi. Mhm. Und es ist kein Smoky Ayran, so wie in Bagdad. Es schmeckt schön salzig. Sieht super aus, oder? Was sagst du? Sieht sehr schön. Also ein Spieß nach dem anderen, die arbeiten sehr sorgfältig. Du hast immer diesen Klecks Hummus, Pickles. Kommt das Fleisch rein, eingerollt. Es sind sehr dünne Rollen, aber sie sehen auf jeden Fall sehr lecker und perfekt dosiert und abgestimmt aus. Die Männer arbeiten super zusammen. Jetzt kommt noch gegrillte Zwiebeln und gegrillte Tomate zum Fleisch dazu. Auf jeden Fall, ich muss es nochmal sagen, die Kollegen arbeiten mit sehr viel Liebe, Präzision, auch sehr detailreich. Und die Zutaten werden einfach liebevoll auf diese Rolle platziert, sodass es am Ende auch Sinn ergibt. Ich weiß jetzt schon, dass es schmecken wird. Das sieht man einfach schon. Here we go. Thank you. Das ist auf jeden Fall so ziemlich die dünnste Kebab-Rolle, die ich jemals bekommen habe. Aber wie ich es auch eben schon zu Randy gesagt habe, es ist so ein bisschen wie mit den Burgern. Irgendwann sind wir auf den Geschmack gekommen, dass kleine, handliche Burger eigentlich the way to go sind. Und genauso ist es auch bei den Rollen wahrscheinlich. Du holst halt dann 2, 3 von denen, aber es ist einfacher zu essen und es ist auch einfacher zuzubereiten, dass es geschmacklich passt und dass du bei jedem Biss gleich viel von jeder Zutat bekommst, als diese überladenen, ja, ihr wisst schon. Auf diesen Geschmack habe ich gewartet, seit wir hierher kommen. Das habe ich gesucht. Arabisches Brot, eingelegte Gurken, Hummus, zartestes Kalbsfleisch so. Das zerfällt einfach im Mund. Perfekt gegrillt. Du schmeckst die Grillaromen. Das Fleisch ist trotzdem super saftig. Alles passt zusammen. Und auch wie ich schon gesagt habe, bei jedem Biss, ich habe gerade einfach alles erwischt. Es war ein vollkommener Biss. So. Allein mit diesem Biss könnte man die gesamte Rolle schon beschreiben. Das Brot, irgendwo gegrillt und leicht knusprig, auch schön warm. Enthält auch die Toastaromen, aber trotzdem nicht trocken und weich an der Innenseite. Also ich finde auch, das ist schön. Die haben schön diese Zwiebel da reingesliced. Und so jede Schicht war wahrscheinlich bei irgendeinem Biss dabei, weißt du, mein? Ja, voll. Ist schon gut. Wir haben es perfekt belegt einfach. Boah. Das ist der Goldies unter den arabischen Rollen. Ich hätte nicht so viel Flavor erwartet, bin ich ehrlich. Durch diese Gurke, die Gurke habe ich zum Beispiel gar nicht erwischt. Mhm. Diese Säure, dann diese, da ist eh auch Tahine oder Hummus drin, gell? Ja, Hummus. Stark. Das ist so, alle Geschmacksrichtungen kommen zusammen und ergeben was sehr, sehr leckeres. Das ist extrem, das ist eine 9 von 10 für mich. Ja, ja. Das ist perfekt einfach, das ist sehr, sehr gut gemacht. Ja. Für mich könnte, ich weiß nicht, das Fleisch ist sehr, sehr zart, gell? Also das hat er eh gerade gesagt, aber es ist schon, könnte sogar ein bisschen mehr Fleisch noch drin sein, würde ich sagen. Voll. Ja. Also das hier würde ich jedem empfehlen, wenn er in Libanon kommt. I run out of words to say. That's Sabah, famous Lebanese singer. Ich finde, man kann auch tatsächlich spüren, dass es ein Sonntag ist. Absolut, ja. Sehr entspannt die Stadt, die Atmosphäre. Ja, Mann, das ist ein wirklicher Sonntag hier. Was man nicht unbedingt sein muss in solchen Städten, wie beispielsweise Kairo, wo
der Sonntag von einem Mittwoch nicht zu unterscheiden ist. In Kairo gibt es zum Beispiel nur Montage, was auch seinen Charme hat, weil da ist immer durchgehend halt Rush-Hour und wer es mag, mag. Aber das ist auch sehr angenehm. Ich kann so viel schon mal sagen, die ersten 6 Stunden in dieser Stadt, sehr, 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 sehr sympathisch. So, man fühlt sich wohl auf jeden Fall. Ich glaube, wir werden einiges erleben und noch Entdeckungen haben auf jeden Fall an diesem Ort. I mean, this place started as a big bakery doing pizzas, all sorts of stuff in Rumana, in a town above Beirut. But their crepes were the most famous. So now they opened many branches, but only for crepes. Then the one, we don't use buckwheat like in France. We use normal flour, egg, milk. Okay, crazy, hast du gehört? Es gibt, die Stadt gibt der Straße nur 2 Stunden Strom pro Tag. Und die restlichen 8 Stunden müssen sie kompensieren mit privaten Generatoren, wie er dort auch auf der Straße gerade steht. Nur 2 Stunden pro Tag. Er meinte auch bei seinem Private Home zu Hause hat er in between 1 und 6, 1 and 6. 1 and 6. Und? And? Mostly. And 12 to 2 noon. Sometimes between 8 and 10 in the morning as well. Also es gibt nur bestimmte Zeiten, wo du einfach Strom zu Hause hast. So what is it filled with? It's their own white chocolate and strawberry. White chocolate, strawberry, yeah, crepe. Bon appétit. Power. I used to have this every Friday night. Friday night ritual, come here. I could have this also 3 times a week, no problem. 3 times a day. Bruder, man merkt auch diesen Unterschied von dem Pancake. Der wird gar nicht knusprig. Der ist schon wie so ein leichter Milchkuchen. Mhm. So, du beißt, es ist kein Crepe mehr richtig, schon kuchig so ein bisschen, wenn es das Wort gibt. Du hast schön auch Teig. Natürlich dicker, ja. Genau. Dicker und dann nochmal gefalten, so hast du bei jedem Bissen nochmal mehr, ja, 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 Teig. Ich finde auch die weiße Schokolade schmeckt ein bisschen anders wie normale weiße Schokolade. Ich weiß nicht warum, aber... Ja, sie ist auch selbst gemacht. Er meinte, sie machen ihre eigene weiße Schokolade. Eigentlich bin ich nicht so der Süße, aber das ist schon sehr lecker. Ein sehr, sehr leckerer Snack hier auf jeden Fall bei Tonino. Meine Damen und Herren, nach diesem kleinen Streetfood-Marathon die Straße entlang, gehen wir jetzt ein bisschen spazieren durch die Stadt und machen uns auf die Suche nach einem schönen Abschluss, einem schönen Abendessen. Auch ein sehr, sehr berühmter Spot, wie Nico meinte, den wir auf keinen Fall missen dürfen. Auch ihr nicht missen dürft, wenn ihr nach Beirut kommt. Demnach, Finale. Me and then Lukas. Glaubst du, da kann man auch mit Karte zahlen bei Baba? Nein, ich glaube, dann sollten wir lieber noch ein Geld abheben gehen. Wie lang kann ein Laden sein eigentlich? Ja, die bieten noch sehr viel an, ne? Ja, das ist auf jeden Fall. Das ist Snack und Pizzeria, du kriegst Süßes und Salziges. Von Shawarma bis Hot Dogs und Burger. Gut. Shawarma mal den Laden an. Assalamu alaikum. Wie geht's? 220 ist leicht. Speziell sind sie berühmt hier für das Brot, wie Nico meinte. Sie haben ein spezielles Brot, was sie mehr oder weniger einzigartig macht. Was man dann mit den ganzen Zutaten befüllen kann, wie ihr seht. Und Nico schwärmt speziell vom Shrimp Sandwich. Wir müssen das Shrimp Sandwich probieren, was die hier anbieten. Ich liebe dich. Schokolade. Ich liebe dich. Wow, und ihr könnt sehen im Hintergrund eine Teigmaschine, eine ganze Bäckerei, einen Ofen, wo alles mehr oder weniger wirklich von Hand zubereitet wird. Das ist schon fast eine Fabrik, ein riesiger Store. Wow. This is my favorite sandwich in Beirut. They add cocktail sauce, ketchup and mayo. They add lemon juice and tartar. What is tartar? Tartar, the tartar sauce. Ah, okay, yeah. Heute auf jeden Fall eine Streetfood-Sandwich-Tour, kann man schon fast sagen. Jeder, der Shrimp mag und Seafood, der wird das hier lieben. Die Shrimp schmecken sehr lecker, sehr intensiv, sehr süßes,
zartes, aber doch so knackiges Fleisch, wenn du drauf beißt. So ein leichter Snap, sobald du diesen kleinen Shrimp mit deinen Zähnen zerbeißt. Und die Kombination aus den sauren Essiggurken, der Limette bzw. der Zitrone und diesem sanften, auch süßlichen Brot, was fast schon wie so ein Milchbrot, ähnliches Brot ist, mit dem Salat, mit dem frischen Gemüse, auf jeden Fall ein sehr, sehr leckerer. Offensichtlich, weil Nico auch schon aufgegessen hat. Sehr, sehr, sehr leckeres Sandwich. You're done already? Yeah. Und die Zutaten schmecken auf jeden Fall sehr frisch und qualitativ hochwertig. Der Laden ist wie eine eigene Straße. Besteht aus vier verschiedenen Restaurants. Du hast dein Sandwich dort, kommst zur Bäckerei, schnappst dir noch was frisch aus dem Ofen. Und wenn du dann immer noch Hunger hast, warten da noch die Jungs mit Shawarma auf dich. This you can usually have for breakfast or in a party because we don't want to prepare food. So za'atar, keshek, which is yogurt, and burghul, and they add tomato, the cheese one, the meat one, meat sambusik, similar to samosa. I take the samosa. Das Gewürzspektrum, in dem Fleisch zubereitet wird hier, ist nochmal ganz anders, als man zum Beispiel aus der Türkei kennt. Man schmeckt, ich meine zu glauben, Zimt zu schmecken, Thymian, schmeckt orientalischer, schmeckt ein bisschen exotischer. Das war mit Spinat gefüllt, gell? Ja. Ist richtig? Nein. Also aber sehr lecker. Hat so viel Säure, unerwartet, sehr sauer, dass es dir richtig in diesen Muskel reingedett. Und Manaushe mit Zaatar, Thymian, Sesam, vollgepackt mit Gemüse. Big bite. I like it with veggies, without veggies. Ich liebe die Frische von Zaatar, Thymian. Wir haben Gurke, Tomate, Olive, Minze, das schon versunken ist in diesem ultra weichen Brotteig. Mm. Die wissen auf jeden Fall, wie man backt. Die Kollegen. Das schmeckt frisch, zart gesäuert und eben diesen geilen, befriedigenden Teig, der einfach perfekt gebacken ist. Außen unten knusprig, in der Mitte weich. Ja Leute, das war auf jeden Fall, ich würde sagen, ein starker erster Tag und ich freue mich auf die nächsten 4 bis 5 Tage hier im Libanon. Was ziemlich lustig ist, okay? Die sind schon, ich weiß schon, die sind gute Showmaker. Wenn er das Öl auf die Sachen kippt, er macht dann mit dem Mund auch nochmal extra so. No way. Hollywood, eh? You never not learn, you know what I'm saying? He's struggling. Ich habe auch echt keinen Bock, da jetzt so reinzubeißen. Ich sag, some nuts, there would be chocolate in nuts. Awesome. Kata, seh mal, oder? Du kleine Sau. Trägst ein, gell?